Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Alismer. Ja, im letzten Part haben wir die Welt mit, wie hieß sie gleich, Chelsea? Nee, Chelsea war das nicht, war das Lassie? Ich glaube, Lassie war das, ich weiß es nicht, mit einem der Mädchen von dem Internat, wo auch immer wir gelandet waren am Anfang, wir wissen es ja immer noch nicht, abgeschlossen. Und, jetzt geben wir doch mal das Zeug davon ab. Willkommen zurück. Alle Schlüssel sind wieder da, wahrlich umwerfende Arbeit. Die Dinge von dieser Welt, dieses Mal wohl keine. Und die Seiten, oh, dieses Mal ist es wohl nur eine einzige. Das geht auch, es werden nur viele der Seiten leer sein. Du hast ein schwarzes Notizbuch erhalten. Also, was wirst du tun? Ich kann mir vorstellen, dass du ziemlich erschöpft bist. Wie man also von diesem Traum erwacht? Es ist nicht unbedingt ein Traum, aber ja, ich kann dir sagen, wie. Es gibt zwei Möglichkeiten, deine Welt mit dieser Welt zu verbinden. Die eine ist, nun ja, sagen wir, sie ist unmöglich für dich. Die andere ist, dass eine Alice, die Person, die sich am schlimmsten findet, mit diesem Schlüssel hier ersticht. Hier, bitte. Du hast einen Schlüssel zu deiner Welt erhalten. Ich habe auch die letzte Tür aufgeschlossen. Welchen Weg du gehen wirst, liegt ganz bei dir, Alice. Die Alice in dieser Welt sind sehr instabil, weswegen sie sich im Schaum verwandeln, wenn sie zu lange verweilen. Träum schön. Okay. Zu krakelig, um sich lesen zu können. Und da ist wieder die Katze. Jau! Du siehst recht in Ordnung aus. Das war schneller, als ich es glauben kann. Das ist ein neuer Rekord. Die meisten Kinder zerbrechen in Stücke, sobald sie sich zu sehr in die Herzen anderer Menschen einmischen. Ah ja, was jetzt? Ich gebe dir einen Tipp. Denn ich führe die Leute bis zum Ende. Erstens, ich habe dir vorhin gesagt, ich hätte was von dir gestohlen. Es war nur eine Sache, weißt du? Es wäre mir zu anstrengend, ganz viel Zeug zu klauen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese eine Sache dich so leer machen würde. Zweitens, wenn man jemanden mit diesem Schlüssel ersticht, wird er zu einer Tür. Eine Tür, die diese Welt mit der anderen Welt verbindet. Allerdings kann man nie mehr zurückkehren. Und lässt dabei seine Seele zurück. Ich werde sie mir dann nehmen, da sie ja dann nicht mehr gebraucht wird. Drittens, du sagtest, das hier wäre ein Traum. Weil du es sagtest, ist so. Ein Traum, der dich wahrlich quälte. Also wenn es ein Traum ist, muss jemand am Träumen sein. Also, wessen Traum ist es? Also, wen wirst du erstechen? Oder willst du zu Schaum werden? Eine andere Möglichkeit? Ach klar, gibt es die. Eine Möglichkeit, um diese Welt mit der Welt zu verbinden. Ein Pakt mit einem Dämonen. Du hast nur eine Wahl. Ich werde nur zusehen. Hast du dich entschieden? Nehmen wir mal das Klassische. Ich weiß nicht. So ist das. Unser Gespräch ist damit erst einmal beendet. Wenn wir uns wieder treffen, werde ich mich an mein Versprechen halten. Meine Türen werden immer für dich offen sein. Oh, es ist Zeit. Man sieht sich. Okay, das muss dann diese Tür hier sein. Natürlich öffne ich den Kleiderschrank. Huch. Bin ich zurück oder was? Oder habe ich eben eine Mail bekommen? Okay, gefüllt mit deinen Anziehsachen. Eine Sammlung von verschiedenen Büchern. Leute, ich bin zurück. Gott erschuf die Welt in 6 Tagen. Doch die Menschen vergaßen die Xe und die Welt brach in sich zusammen. Dann erschuf Gott die Welt in 200 Millionen Tagen. Mein Notizbuch. Hä? Wieso 200 Millionen Tage? Du musst gerade nicht. Das ist die Mädchentoilette. Hi, so kalt. Das ist echt doof, aber ich mag Schnee, weil er so schön ist. Ob er dieses Jahr liegen bleibt? Letztes Jahr haben wir eine Schneeballschlacht gemacht.
aber der Lehrer war total ungeschickt und jeder hat ihn getroffen. Das war echt lustig. Hast du noch was zu erzählen? Hoffentlich kann ich noch lange viel Spaß mit allen zusammen haben. Solange ich euch habe, brauche ich keine anderen Freunde. Ellen, wollen wir spielen? Wir haben zwar vorhin erst gespielt, aber egal. Denn wir haben noch nicht mal Fangen gespielt. Los, lass uns Fangen spielen. Aber der Lehrer wird böse. Warte mal, lass mich mal nachdenken. Vielleicht können wir etwas anderes spielen. Rick? Ach, der schläft. Ich wünschte, ich könnte auch etwas zusammen mit Rick spielen. Okay. Hast du den Lehrer gesehen? Vielleicht ist er schon wieder in der Bücherei eingeschlafen. Nachts wird es immer so kalt, er wird sich noch erkälten. Wenn er sich nicht erkältet, kann er uns nichts zu essen machen. Ja. Vielleicht sollte ich ihm ein Futon bringen. Was werden wir im Frühling machen? Ich mag den Sommer. Im Sommer wächst meine Lieblingsblume. Ich werde sie im Garten pflanzen. Der Lehrer hat mir ein paar Samen gekauft. Sie werden sprießen, wachsen und blühen. Das wird so schön. Die sind ja alle noch in Ordnung. Was werden wir im Frühling machen? Ich mag den Sommer, ja. Okay. Also, sind die nicht alle irgendwie... Hat es die nicht alle irgendwie erwischt gehabt? Ellen, du hast nur dieses Oberteil da an. Ist dir nicht kalt oder so? Wenn es dir nicht so gut geht, kannst du ruhig meine Jacke haben. Ach ja, die vom Lehrer ist echt warm, aber zu groß. Wenn du sie unbedingt haben willst, wieso ziehst du sie nicht einfach aus, während er schläft? Auch wenn ich nicht sagen kann, was danach wohl passieren würde. Okay, ob mir nicht kalt ist. Ja, das kennen wir ja schon. Die hat den vergifteten Apfel gegessen. Die lebt noch, hä? Aber sie sagt nichts. Sie ist recht wortlos. Okay. Da ist der Lehrer. Oder wer ist das? Der Lehrer war doch schwarz gekleidet. Das ist abgeschlossen. Hier gibt's auch nichts, okay. Leute, endlich sind wir zurück. Aber irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas muss hier falsch sein. Da komme ich auch nicht raus. Da ist der Lehrer. Da ist ein Schrank, da waren doch sonst immer Bücher. Und der Schmetterling ist auch wieder da, okay. Was haben wir hier? Zimmer 101. Ist immer noch abgeschlossen? Okay. Jetzt werde ich erstmal der Sache auf den Grund gehen und den Typ da unten anquatschen. Aber vorher speichere ich mal nochmal. So. Ich arbeite im Krankenhaus, aber es macht mehr Spaß, mit euch Kindern zu spielen. Haha, das ist wirklich Arbeit. Also macht Spielen doch mehr Spaß. Mögt ihr es denn nicht zu spielen, während ich eigentlich lernen sollte? Ihr eigentlich lernen solltet? Aber verlangt nicht zu viel von ihm. Meist hat er sich immer im Labor verschanzt. Hat bestimmt seit Jahren nicht mehr trainiert. Ich könnte ihn in einen Rennen schlagen, selbst wenn ich nur langsam laufen würde. Nein, nur ein Scherz. Lass dich nicht ärgern. Okay. Viele Lexika mit Bildern Seite an Seite gereiht, lässt sich nicht öffnen. Ah, wenn du spielen willst, lass uns das auf morgen verschieben. Alice, bist du nicht auch müde? Gute Nacht. Okay, interessant. Ein großes Durcheinander von Büchern über die verschiedensten Themen. Wenn ich den jetzt nochmal nehme, das Modell eines Schmetterlings, kann ich auch nichts mitmachen. Ja, und nu? Das ist immer noch abgeschlossen. Ich komme hin und wieder vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, aber meist hat er schon sauber gemacht und das Essen zubereitet. Ah, entschuldige, ihr Kinder helft natürlich auch mit und ich mache nichts. Als wir auf der Hochschule waren, hat er nie sauber gemacht. Ach ja. Sein Material war immer durcheinander. Er ließ die Kerze brennen und hat es sogar geschafft, im Studienraum einzuschlafen. Er hat sich nicht geändert? Ah, er lernt es wohl nie.
Aber er ist ein wirklich netter Mensch, auch wenn er sehr merkwürdig ist. Euer Lehrer ist ein guter Mensch. Okay. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich hier erst machen soll. Verschiedene Kontaktinformationen. Eine Sammlung von verschiedenen Büchern. Das bringt mir doch alles nichts. Immer noch etwas warm, ein eigenartiges Muster. Das ist abgeschlossen. Muss doch wieder irgendein Ereignis triggern, von dem ich nicht weiß, welches. Ich rede mal nur mal mit den ganzen anderen Kindern, weil raus kann ich wahrscheinlich immer noch nicht, nee. Ja, die sagt nichts. Oh, doch. Manchmal, hallo. Einige Tiere graben sich in die Erde ein und sagen gute Nacht, weil ihnen kalt ist, habe ich gehört. Aber Menschen graben sich nicht in die Erde ein, bis sie sterben. Wie seltsam. Wenn man stirbt, ist einem dann kalt? Ist das wirklich so? Ich mag den Gedanken, dass es dann so ruhig ist. Also, ich mag es, wenn der Schnee fällt. Okay. Obwohl der Lehrer ein Bett in seinem Zimmer hat, schläft er immer auf dem Sofa in der Bücherei oben. Nur so in einer Jacke muss es ihm doch kalt werden. Deswegen werde ich ihm ein paar Frösche dazulegen. Ich frage mich, ob ich genug habe. Und Frösche sind klein, hm? Genau, Ellen. Du hilfst mir dabei. Schau mich nicht so an. War nur ein Scherz. Aber es ist schon echt kalt. Ellen, wenn du dich wieder an... kannst du dich wieder an alles erinnern? Ach so. Muss echt schwer sein. Ich selbst würde echt gern so einiges vergessen. Ich frage mich echt, warum es viel schwieriger ist, etwas zu vergessen, als sich an etwas zu erinnern. Ach, ich bekomme wieder solche Kopfschmerzen. Ich sollte so etwas den Lehrer fragen. Okay. Was werden wir im Frühling machen? Alan, als du zu uns gekommen bist, war es noch schön sonnig und warm, aber inzwischen ist es sehr kalt geworden. Meine Stofftiere halten mich immer warm. Möchtest du dir eins leihen? Hehehehe. Ja, bitte gib mal her. Hallo, du brauchst gar nicht so viele Teddys. Gib einen her, Manu. Alan, wollen wir spielen? Wir haben zwar, ja, das kennen wir. Hoffentlich kann ich noch mal, solange sie uns hat, braucht sie keine anderen Freunde. Ja, dann gehe ich einfach mal zurück, oder? Kann ich das Ding öffnen, gefüllt mit deinen Anziehsachen? Es ist warm. Eine Sammlung von verschiedenen Büchern, Kann ich das hier, achso, das war mein Tagebuch oder Notizbuch oder so. Nee. Was soll ich denn hier noch machen? Hat sich nicht verändert, ja. Ein Telefon. Ja gut, dann quatsche ich halt den nochmal an. Eine Kerze. Lass uns das auf morgen verschieben. Bist du nicht auch müde? Ups, da ist was umgeflogen. Gute Nacht. Öffnen. Jetzt kann ich es auf einmal, okay? Interessant. Bin jetzt gelandet, zum Geier. Kann ich nicht lesen, okay. Drei Türen, vier Türen. Ha. Es ist abgeschlossen. Welche wähle ich? Ich weiß es noch nicht. Ich nehme mal die 17 und nehme mal die erste Tür hier links. Was? Habe ich irgendwas im Gesicht? Du weißt wohl bereits, wo wir hier sind. Ach ja, der Schlüssel zum Flur. Du willst also den Schlüssel haben. Nun könntest du mir eine Schleife bringen, eine in Rot wäre schön. Und dann gebe ich dir den Schlüssel. Eine Schreibfeder. Okay, und du? Ah, es tut mir leid, ich war gerade zu sehr in Gedanken. Wieso spielen wir nicht eine Runde? Mir ist etwas langweilig. Ja? Na gut, klingt gut. Das freut mich. Mach einfach die Laute von den Tieren nach, die ich dir sage. Obwohl, du musst dich doch nicht schämen. Du musst dich doch nicht schämen. Außer mir sieht es doch niemand. Also los. Ich sag's aber nur einmal. Katze, Hund, Frosch. Also Miau, Wuff und Quark. Miau, Wuff, Quark. Richtig. Aber es geht noch weiter. Also Mu, Miau, Quark, Miau, Grunz.
Mu. Miau. Quark. Miau. Kunz. Richtig. Du bist echt gut darin, Tierlaute zu imitieren. Das hat echt Spaß gemacht. Ich gebe dir dafür, das dafür. Du hast ein paar Beinlinge erhalten. Lass uns irgendwann wieder spielen. Was sind denn Beinlinge? Sehen warm aus. Da ist auch was, okay. Ah, du. Du hast da was Feines. Könntest du sie mir vielleicht geben? Ich kann in dieser Kälte einfach nichts machen. Ja. Dankeschön. Ah, schön warm. Kann ich dich noch um etwas bitten? Ich würde gerne etwas warme Suppe trinken. Die Zutaten findest du alle in der Küche. Ach ja, ich will sie eingekocht haben, sodass nur noch wenig Gemüse übrig bleibt. Nett von dir. Wo bin ich hier überhaupt? Wieso sind das hier alles nur Silhouetten? Miau. Da kann ich jetzt kein Nutri spielen, okay? Okay, ich kenne die Antwort nicht. Und ich habe keinen Stift. Ah, ist das dieses... Was hat er gemeint? In Schaum verwandeln oder so? Köstliche Pilze mit verschiedenem Obst gefüllt nehmen, Gemüse erhalten. Auf dem Boden des Korpus liegt ein Stück Papier. Du hast die Seite eines Notizbuches erhalten. Schlechte Menschen sollten was gegessen werden oder was? Auf diese Weise könnte jeder glücklich werden oder getötet? Also, die Katze sagte das. Weshalb würde sie zu... bewirken, dass sie glücklich sind. Ach so, weshalb würde sie zu töten bewirken, dass sie glücklich sind? Ich weiß nicht einmal, ob es die Katze wirklich sagte. Ich weiß es einfach nicht. Nur töten. Oh, ich bin müde. Gute Nacht. Also ich vermute jetzt mal, dass das Töten heißen soll, aber Schatz auf XXX, wieso sollte es das dann Töten sein? Ja gut, besser gesagt, ja, Teile der XXX im Gemüse aufkochen, kochen lassen. Noch etwas kochen lassen. Hat sich komplett aufgelöst. Du hast die fehlgeschlagene Suppe zur Seite gestellt. Es riecht gut. Ein Topf. Das Gemüse aufkochen. Kochen lassen. Abstellen. Eine gelungene Suppe. Du hast eine Suppe erhalten. Okay. Der wollte eine Suppe hier drüben. Nee, nicht der. Sondern er hier. Oder sie, ich weiß es nicht. Aber die gebe ich ihm dem etwas hier im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Ellesmere. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Ellesmere. Bis dahin, ciao Leute!